guck mal, boah, man kann den Mond so schön sehen, wie schön, von hier oben. Dann ich habe uns ein Teleskop geholt, damit wir die Sterne angucken können. Boah, super. Na, dann machen wir bis zur Pleite hier noch alles einrichten, würde ich sagen. Nein, auf gar keinen Fall. Hallo? Was geht, Leute, und herzlich willkommen. Hallo, was geht ab, Leute? Heute... So einiges geht ab. Genau, heute bauen wir, beziehungsweise richten wir unsere eigene Insel ein. Das haben wir ja schon, also... Oh, yes! Genau, wir haben die Insel ja vor ein paar Wochen schon gekauft, aber sind noch nicht dazu gekommen, die einzurichten. Und jetzt haben wir gedacht, Leute, richtig, ihr habt es auch in die Kamera... Finally. Genau, ihr habt es in die Kommentare reingeschrieben und gesagt, ey, richtet das Haus ein. Das werden wir jetzt auch natürlich machen. Ich habe schon das Budget auf 2000 gesetzt. Das ist eigentlich fast alles, was ich habe. Und ich hoffe mal, dass ich habe nichts dazu geleistet, beigetragen. Ja, ich habe... Weil ich bin broke. Ja. Ich habe kein Geld, nachdem ich mir mein Haus... gekauft und eingerichtet habe, habe ich leider kein Geld. Ja, das habe ich dann auch gedacht. Dachte ich mir so, blöd. Ja gut, dass du dir ein neues wie Haus blöd, eingerichtet hast, während wir die Insel noch nicht eingerichtet haben. Aber kein Problem. Ja. Genau, ich würde sagen, Ellie, wie starten? Also, die Insel ist so groß, man weiß gar nicht, wo man starten soll, oder? Ja, das ist... Das ist also, wirklich so. Okay, gut. Ich habe gar keine Worte dafür, weil es einfach wirklich ist überdimensional groß. Genau, ja. Aber ich habe... Wirklich? Ich habe schon echt die erste Idee. Und zwar... Mhm. Ich gehe da rüber. Schau mal, hier. Ich habe auf jeden Fall noch ein Boot hierfür. Ich habe noch kein Boot. Ich schwimme gerade hier zu der kleinen Insel. Oh! Da hinten. Da gibt es ja auch noch eine kleine Insel, oh mein Gott. Genau, siehst du das? Hier vorne? Also ja. Ich bin da. Und hier mache ich erstmal eine Hängematte. Ich meine, eine Insel ohne Hängematte ist keine richtige Insel. So, genau. Ich schau mal, was es so alles gibt. Tropical ist natürlich halt das Ding, oder? Das Ding. Da... Tropical. Oh, guck mal, boah, man kann den Mond so schön sehen, wie schön, von hier oben. Boah, wirklich. Also, stimmt. Boah, Leute, schaut euch das mal an. Vollmond. Ja, oh mein Gott. Wie cool ist das denn, oder? Angst? Nein, nicht, ich habe Angst, aber da kann man nicht schlafen. Das wollte ich sagen. Ach so, bei Vollmond kannst du nicht schlafen? Nee, da kann keiner schlafen. Doch, ich schlafe da umso besser. Echt? Ja. Leute, schreibt in die Kommentare, ob man bei Vollmond schlafen kann oder nicht. So. Ja, ich weiß nicht. Also ich, es ist vielleicht auch nur so eine Sage. Sagt man Saga? Ja, ich glaube schon. Mythe. Mythos. Ein Mythos, Mythe. Es ist eine Mythe, ein Mythos. Vielleicht kann man schlafen, vielleicht auch nicht. Ich kann nicht so gut schlafen. Schau mal, Elli, hier packe ich auf jeden Fall so eine Hängematte hin. Boah, nice. Was? Only parents can use this? Was? No. Nein. Okay, dann kommt die direkt wieder weg. I am... Dann muss ich beim nächsten Mal halt kein Kind mehr sein. Ja, genau, so. Und auf jeden Fall ist doch, also hier ist doch eine richtig coole Aussicht, oder? Mega. Klar, man muss da mal erst hinschwimmen, aber naja, ist ja halb so wild. So, dann schauen wir mal ein bisschen weiter. Ja. Und mal gucken, was wir noch so machen können. Was fällt dir noch so ein, Ellie? Was brauchst du auf einer Insel? Was brauche ich auf einer Insel? Etwas zu essen? Etwas zu essen? Eis. Ja, okay, wir brauchen auf jeden Fall eine Küche. Leute, was würdet ihr mit auf eine einsame Insel nehmen? Eine Küche, ja krass, okay. Aber wir haben keinen Strom. Ja. Aber hier sind ja auch die Laternen, wir haben Strom. Ja, aber die Frage ist, wo sollen wir die Küche hinbauen? Also, ich bin gerade schon ziemlich überfordert, muss ich ehrlich sagen. Weißt du was, Ellie? Wir machen jetzt einfach so, ich stelle jetzt irgendwas hier hin. Also, du hast ja auch ein Budget. Ich habe ja 2000 als Budget gesetzt. Du kannst dann einfach oben auf House-Editing gehen und dann einfach mal so ein bisschen gucken, was man da aber so machen kann. Ich weiß auch nicht. Also, ja, ich gehe mal gucken. So. Aber ich glaube, ich gehe wieder runter. Ja, ich glaube, ich bin auch... Ah, weißt du was? Ich glaube, hier, wo diese Kisten sind... Ah, hier, das kann weg. Hier mache ich so eine kleine Pet-Ecke hin. Genau, hier mache ich auf jeden Fall eine Pet-Ecke hin. Weil das ist für mich mit das Wichtigste, die Pets zu züchten. So, okay. Die Pets sind das Wichtigste. Kann man hier eigentlich... Ist das eigentlich so Hot Springs? Nein, leider nicht. Schade. Schade. Hot Springs wäre nice, ne? Das wäre cool. Ja, wirklich. Dann bräuchte man gar nicht mehr rausgehen. Weil hier, meine heult auch schon rum. I need to go to the Hot Springs. So, okay. Nein, nicht Hot Springs. Wir haben eine ganze Insel hier. Was willst denn du? Hallo? Pets da. Für Pets. Okay. Ich muss meinen Dancing Dragon einpacken. Ich bin hier gerade lost. Tschüss. Okay, schauen wir mal. Was können wir denn hier so kaufen? Edith. Edith, vor allem. Edith ist ein Name. Edith.
Ich weiß, was ich nehme. Das hier. Das ist doch. Oh, ich kaufe ein paar Pflanzen. So, hier kommt auf jeden Fall. Das, und natürlich machen wir eine sommerliche Farbe. Ja, nee, rot. Ich kaufe eine Palme. Donny, ich kaufe uns Palmen. Was hältst du davon? Palmen? Ja. Warum das denn? Wir haben hier schon extrem viele Palmen. Keine Ahnung. Mermaid. So, okay. Shell Seed. Also hier auf jeden Fall haben wir. Shell Couch. Oh mein Gott. So eine kleine Pettecke hin. Mermaid Couch. Wir brauchen eine Mermaid Couch. Mermaid Couch. Ja, toll. So. Das ist voll, hier voll schön, weil das ist dann so unter der Palme. Unter der Palme, okay. Unter der Palme, zwischen den Palmen, wie auch immer. Cool. Ich guck mal weiter. So, ich nehme hier einfach mal so ein paar Teppiche. Die lege ich mal hier. Mermaid so Hot Tub. Mermaid TV. Da kann ich auch einen normalen TV holen. Treasure Chest. Wir brauchen natürlich eine Schatzkiste. Das ist doch sowas von klar hier. Ja, cool. Das stimmt allerdings. So, ich möchte das Haus nicht komplett so einrichten oder nicht die gleichen Möbel nehmen wie. Ich weiß noch nicht so ganz, wohin mit der Schatzkiste, aber wir brauchen sie. Ich habe das jetzt so beschlossen. Ja. Eine Schatzkiste. Ja, okay. Das brauchen wir wirklich. Also ich meine. Ja, oder? Das gehört doch dazu. Genau, eine Insel ohne Schatzkiste. Was ist das denn da für eine Sicher. Insel? Ja, würde ich auch mal sagen. Die Schatzkiste ist hier so ein bisschen versteckt. Und ich hole noch mehr Stuff. Ich weiß auch nicht so ganz was. Ich gucke mal. Das sieht doch hier ganz in Ordnung aus bis jetzt. Yes, und die erste Pet-Ecke. Das heißt also, Leute, schaut mal. Hier, kann man, cool. Hier können die Pets hin schlafen. Dann haben die hier was zu essen. Und was brauchen Pets noch? Etwas zum Saubermachen. Okay, das heißt, wir brauchen hier noch ein Pet-Bathtub. Okay. Oh, wir brauchen eine Blume. Okay, hier ist die Pet-Ecke, ja. Schön. Das ist auch nicht schlecht. Natürlich in rosa, das ist ja wohl ganz klar hier. Und dann. Wir brauchen ja auch Sachen, wo wir unsere Unterlagen und so was rein tun können. Wir brauchen Schränke. Schränke, ja. Ganz normal hat man halt so auf einer einsamen Insel, ne? Wir brauchen Schränke und einen Fernseher. Genau. Oh Mann! Modern TV, irgendwie, Deluxe TV. Irgendwie bin ich nicht so ganz zufrieden hier mit meiner Stelle hier. Ah, auf jeden Fall brauchen wir was zu snacken. Das heißt, wir brauchen ja unbedingt. We need snacks! Wir brauchen auf jeden Fall irgendwas für die Küche. Und damit ich nicht so weit laufen muss, dann werde ich die Pet-Ecke oder die Küche hier in der Pet-Ecke mit reinmachen. Lol, also ich habe meinen Lieblings-Spot gefunden. Leute, klar, wir sind auf einer einsamen Insel und wir haben natürlich einen Fernseher, ganz wichtig, ne? Natürlich sitze ich hier bei diesem Top-Wetter vorm Fernseher, das ist ja ganz klar. Leute, schreibt mal noch in die Kommentare, was wir noch gebrauchen könnten oder was würdet ihr noch mitnehmen? Auf jeden Fall. Auf einer Insel, was könnten wir gebrauchen? Und vor allem, ist eine gute wo Frage. Würdet ihr was aufstellen? Das ist ja wirklich hier jetzt die Frage. Ja, die Frage aller Fragen. Ich meine, man hat so viel Platz und ganz ehrlich, ich bin echt überfordert und weiß nicht, was ich wo reintun soll oder hinstellen das soll. Das glaube ich meine, dir. Ich weiß auch gar nicht, wohin. Ich meine, eigentlich hier in dem Wasserfall ist ein schöner Ort. Das Einzige, was mir nicht so gut gefällt, ist hier, dass hier die Treppen sind. Aber andererseits sind es auch sehr praktisch, weil hier kann man direkt auf die nächste Ebene gehen. Hier hoch. Und dann kann man hier irgendwas noch hinmachen. Aber ich weiß auch nicht was. Und eigentlich sollte ich so machen wie Ellie, einfach sich den coolsten Spot oder den schönen Spot aussuchen und dort einfach alles hinmachen. Ja, ehrlich. Ne? Das kann ich nur empfehlen. Bevor man jetzt hier sagt, okay, die ganze Insel versuchen so cool wie möglich zu machen, einfach so einzelne Spots nehmen. Weil die Insel an sich ist ja schon cool, ne? Ja, voll. Es gibt eine Herzlampe. So. Direkt am Wasserfall so chillen. Und chillen, so. Millen. Genau. Okay, jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch was zu essen. Das heißt, wenn ich Hunger kriege, dann brauche ich auch was zu essen, ne? Hier ist mein Lieblingsspot, mein neuer. Ja, was zu essen wäre nicht schlecht. Genau, das heißt. Ich kann ja mal schauen. So, okay. Wo ist denn die Kitchen? Kitchen. Kitchen Trees, Table, Storage. Ja, ich kann uns. Machst du eine Küche eigentlich, Donny? Ja, ich wollte eigentlich eine Küche machen, aber ich nehme jetzt einfach nur so kleine Elemente. Ein Teleskop. Dann ich habe uns ein Teleskop geholt, damit wir die Sterne angucken können. Boah, super. Teleskop ist immer cool. Das, ne? Funktioniert ja auch? Das muss irgendwie. Warte, oh mein Gott, ich weiß wohin.
Nein, ich habe keine Bugs mehr. Nicht. Hä? Ah, das ist alles in. Hä? Nein! So. Cool, okay. Also wir haben ja, das wird immer weniger Geld. Ja. Wir können jetzt. Was? Ich bin ja fast pleite. Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind gleich pleite. Oh oh. Also Wasserspender. Wir sind auf jeden Fall gleich pleite. So, da ist mein Wasserspender. Na, dann machen wir bis zur Pleite hier noch alles einrichten, würde ich sagen. Nein, auf gar keinen Fall. Hallo? Nicht? Nein. Es gibt als Motto auch Pirate, ja, also Pirat. Okay, nein, auf gar keinen Fall bis pleite sind. Nicht? Nein, Ellie. Weißt du, wie lange das gebraucht hat, bis ich so viel. Ja, okay, das stimmt. So, okay, gut. Auf jeden Fall brauchen wir. Leute, wir brauchen auf jeden Fall noch was zum Duschen und zum Saubermachen. Was brauchen wir noch? Das können wir auch beim nächsten Mal noch. Ja, genau. Deshalb, Leute, wir brauchen einiges. Ihr habt gerade gemerkt, wir sind so ein bisschen überfordert in dem ganzen Platz und deshalb brauchen wir eure Hilfe. Schreibt eine Liste in die Kommentare, was wir noch brauchen und wo wir das hinstellen sollen. Dann werden wir das auf jeden Fall im nächsten Video machen. Und ich freue mich schon wirklich auf eure Kommentare. Und dann haben wir sozusagen einfach, dann haben Ellie und ich ein Haus mit euch zusammen eingerichtet. Ja. Und das ist doch mega cool, oder? Und wenn euch das gefällt, richtig cool. Dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Und dann, Ellie, wann sehen wir uns dann? Ich würde sagen, beim nächsten Mal. So sieht's aus. Bis dann, Leute. Ciao. Bye.